großen Fragen, welches das Fundament für steinere Pfeiler darstellte. Zwischen 144 und 152 nach Christus ist der dritte Bau an den Pfeilern zu datieren. Von den sieben Pfeilern gehen noch fünf auf die Römerzeit zurück. Diese haben einen Gussmauerkern, der mit 35 bis 95 cm hohen bis 3 Meter langen Basalt-Lava-Quadern verblendet ist, die wiederum mit Eisenklammern im Bleiverguss verbunden sind. Stromaufwärts sieht man die spitz zulaufenden Pfeiler, die als Eisbrecher dienen.